Glück auf. Kurzes Video zum Thema, wie viel Stauraum habe ich im Velomobil? Nach dem letzten Video kam die Frage auf in den Kommentaren und ja, give you a live demonstration. Also im DF ist pauschal weniger Platz als im Strada, weil der Strada wesentlich voluminöser ist. Obwohl unterm Sitz der Akku für den Motor ist, der fehlt im DF, weil kein Motor drin ist. Von daher ist unterm Sitz wesentlich mehr Platz als im Strada. Aber das DF läuft hinten enger zu und von daher ist da weniger Platz. Ich habe da mal was vorbereitet und ja, seht selbst. So, da sind wir. Fangen wir hier vorne links an. Werkzeugtasche mit allem, was man so braucht. Zange, Fahrradwerkzeug, Handschuhe, Klett, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Flickzeug, Taschenlampe, so eine Überraschungseidose, wo ich dann die kleinen Schräubchen der Wartungsdeckel drin aufbewahre. Die verliert man nämlich gerne mal. Ersatzmantel für hinten, ganz wichtig, Gewebetape hilft gegen alles. Warnweste, zwei Fahrradschlösser, das ist jetzt hier das Wechselzeug fürs Fahrradfahren. Wechselklamotten für die Zeit zwischen dem Fahrradfahren. Verhüterli für den Helm, um nicht komplett nass zu werden, bei vor allem Nieselregen, weil bei richtigen Regenschauern halte ich an, benutze den kleinen Schirm und hier den Foamcover, den ich dann über das Manhole stülpe. Dann guckt nur mein Kopf raus und dann schütze ich mich mit dem Schirm vor dem Regenschauer und das lässt sich dann sehr gut aushalten. Da drin ist ziemlich gemütlich, kann man auch schön dösen. Verbandstasche, die Stealth-Abdeckung fürs Velomobil. Sobald man das Verdeck drüber macht, versiegt jegliches Interesse von Passanten am Velomobil. Kühlbox für die Verpflegung unterwegs. Hier sind meine Toilettenartikel drin, Duschzeug und sowas. Da könnte ich mal eine neue Tüte nehmen. Eine große Fahrradpumpe. Ich habe es mit mehreren kleineren Fahrradpumpen versucht, das war aber irgendwie alles nicht so von Erfolg gekrönt. Ständig brachen irgendwelche Fußstützen ab oder man hat sich den Wolf gepumpt, bis man dann mal irgendwann bei 4-5 Bar war. Ja, das Hinterrad könnte ich bis auf 8 Bar aufpumpen, das funktioniert mit den kleinen Pumpen nicht annähernd. Also nehme ich die große mit, da bin ich dann glücklich mit Manometer. Dann haben wir noch Ersatzmantel für hinten, die Velomobiltasche, wo das Kleinzeug drin ist, Geld, Portemonnaie, Brille, Telefon, noch ein paar Kabel, zwei Ersatzschläuche, Kettenöl, Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 50, hier zwei Stecker für die Ladegeräte, für die Lupine-Akkus und die Powerbank hier. Dann Malervlies, falls mal das Velomobil auf die Seite gelegt werden muss zu Wartungszwecken und gerade kein weicher Rasen zur Verfügung steht, damit man sich die Außenhülle nicht verkratzt. Und vier Paar Schuhe, zwei Paar Radschuhe, damit ich wechseln kann, wenn sich das Brennen der Fußsohlen nicht mehr ertragen lässt. Und dann einmal festes Schuhwerk und Sandalen, wenn es im Sommer irgendwo hingeht, wo es tagsüber wärmer ist, wenn man Sightseeing macht. Ja, und dann wollen wir jetzt mal gucken, wie man das ganze Geraffel ins Velomobil kriegt. So, los geht's. Erstmal das Stealth-Cover unter den Sitz, damit der vorne bleibt. Dann den Ersatzmantel für vorne, den 20 Zoll Mantel. Und die inzwischen in Malervlies verpackte Pumpe einmal rein. Badklamotten. Wechselklamotten Fahrrad. Wechselklamotten, ziviles Leben, nochmal die Luft rauspressen. Dann machen wir weiter mit dem kleinen Kofferraum hier auf der rechten Seite.
Regenschirm, Regenhaube, Warnweste, Gewebetape, Verbandstasche, Werkzeugtasche, Verpflegungstasche, Fahrradschlösser, Ersatzmantel hinten und noch dahin. Ladegeräte. Dann kann ich den Sitz schon nach vorne klappen. Velomobiltasche kommt rechts, nee, links neben den Sitz. Dann haben wir noch die Schuhe. Die passen rechts daneben, links daneben, beziehungsweise im Extremfall noch oben in die Hutze. Da könnte ich auch die Wechselklamotten fürs Fahrradfahren reinpacken, da kommt man immer dran. Ja, und dann die anderen paar Schuhe kriege ich auch noch unter. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier haben wir dann jetzt alles hinten reingestopft und mit ein bisschen Mühe kriege ich dann auch noch das Neoprenverdeck mit davor. Ja. So sieht das aus. Kurzes Video zu Ende. Tschüss, bis die Tage, bleibt gesund.